Taiwan überrascht uns immer wieder aufs Neue. Zuerst erkunden wir Kaohsiung, Taiwans größte Hafenstadt an der Südküste, die sich nur schwer in Worte fassen lässt. Irgendwo zwischen industrieller Hafenstadt und moderner Millionenmetropole wirkt Kaohsiung wie eine Mischung aus Hongkong, Singapur und Los Angeles. Danach geht es für uns auf die kleine Tropeninsel Liuzhou. Dort tauschen wir die Wolkenkratzer gegen Strände, die Metro gegen einen Roller und schwimmen mit riesigen Meeresschildkröten. Taiwan, spätestens jetzt hast du unser Herz erobert. Herzlich willkommen in Kaohsiung, einer der größten Städte hier in Taiwan. Aber davon, dass hier Millionen Menschen leben sollen, kriege ich vom ersten Eindruck her nicht so viel mit. Ich bin hier gerade beim Love River, mache hier so einen Spaziergang an der Uferpromenade und es ist einfach kein Mensch hier. Ich bin jetzt den Love River bis zur Love Bay gelaufen. Das ist hier die Bucht von Kaohsiung. Erinnert mich so ein bisschen an Marina Bay in Singapur. Natürlich nicht ganz so spektakulär und vor allem mit einem großen Unterschied. Ich glaube, ihr seht es im Hintergrund. Hier sind keine anderen Leute, also keine Einheimischen, keine Touristen, kein Verkehr. Man hört ja auch nichts. Das ist richtig ruhig hier. Hätte ich auf jeden Fall so nicht erwartet, aber vielleicht füllt sich es hier auch gegen Nachmittag und Abend. Bestimmt. Hier soll aber auch eine coole Kunstgalerie in der Nähe sein. Ich bin hier jetzt am alten Hafen von Kaohsiung, genauer gesagt am Pier Nummer 2. Hier ist nämlich ein riesiges Kunstmuseum. Ihr seht das hinter mir, so verschiedene Statuen oder auch Street Art. Es gibt hier Veranstaltungen oder Hallen, wo die Künstler ihre Kunst ausstellen. Es ist ziemlich cool zu sehen, wie diese ganzen alten Hafengebäude so umfunktioniert worden. Es gibt auch verschiedene Restaurants und so weiter. Also hier kann man sich richtig verlieren. Ich bin da gar nicht so daran interessiert, wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß, dass es für viele hier auf jeden Fall ein großes Highlight ist. Hier bin ich jetzt auf dem Suzhuan Love Lookout. Love Lookout wegen dem Schriftzug hier und Lookout wegen der schönen Aussicht, die man auf Kaohsiung hat. Man sieht nämlich die Skyline richtig gut und das höchste Gebäude, was hier so ein bisschen raussticht, das ist der Tutex Tower. 350 Meter hoch, damit hinter dem Taipei 101 das zweithöchste Gebäude in Taiwan. Und man sieht auch ganz viele Hafenanlagen hier. Kaohsiung ist nämlich ein sehr bedeutender Industrie- und Handelsstandort, hat glaube ich den 13. größten Hafen weltweit. Also von hier oben hat man wirklich eine fantastische Sicht auf Kaohsiung. Und das, was ihr hier hinter mir seht, das ist die Shijin-Halbinsel, die hier so ein bisschen durch diese Bucht getrennt ist. Da kann man mit der Fähre rüberfahren. Habe ich auch gerade schon eine gesehen. Mal gucken, ob ich eine kriege, weil gerade Richtung Sonnenuntergang soll es auf der Seite richtig schön sein. Die Überfahrt kann man hier ganz einfach mit der EasyCard zahlen. Die haben wir schon in Taipei gekauft für die Metro dort, auch hier für die Metro und auch für viele Zugfahrten innerhalb von Taiwan. Also sehr praktisch. Und falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Das hilft unserem Kanal echt weiter. Und falls ihr mehr Videos sehen wollt zum Thema Reisen, Weltreise, Vlogs aus verschiedenen Ländern, dann abonniert diesen Kanal. Also die Überfahrt hat keine 5 Minuten gedauert, aber man hat mal gesehen, was hier für riesige Schiffe fahren. Also Tanker, Containerschiffe, richtig groß. Als ehemaliger Logistiker ist das natürlich für mich sehr interessant. Daher kannte ich auch Kaohsiung schon immer. Ich wusste, dass es hier einen großen Hafen gibt, denn hier fährt gerade so ein richtig großes Containerschiff vorbei. Da muss ich nochmal einen Blick drauf werfen. Shijin ist vor allem hier für seine Old Street bekannt. Die laufe ich gerade entlang. Hier gibt es ganz viel Streetfood, Souvenirläden und so weiter. Aber wenn ich die Straße bis zum Ende durchlaufe, komme ich bei einem Strand raus. Ich sehe auf jeden Fall schon mal Palmen. Willkommen am Shijin Beach und um mal den nächsten Vergleich zu ziehen, das erinnert mich hier so ein bisschen an Venice Beach in Los Angeles. Natürlich bei weitem nicht so krass, aber man hat halt eine riesige Stadt und dann den Strand. Ja, hier ist so eine Strandpromenade, man kann hier langlaufen, viele Leute fahren hier Fahrrad, dazu irgendwie die Palmen. Also das war so mein erster Vergleich, den ich so im Kopf hatte. Und wirklich, der Strand ist hier so endlos lang, aber es ist alles hier schwarzer Sandstrand. Dazu geht jetzt hier noch die Sonne unter. Also ich muss sagen, Kaohsiung gefällt mir ziemlich gut.
Tschüsschen. Ich habe mich jetzt in die Shijin Sunset Bar gesetzt. Hier, Bier kostet 3 Euro. Schmeckt aber mit der Aussicht natürlich fantastisch. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, viele Leute haben uns geschrieben, dass ihnen Kaohsiung sehr gut gefallen hat. Das kann ich jetzt nach einem Tag schon sehr gut nachvollziehen. Und man kann hier auf Shijin auch noch viel mehr machen. Es gibt noch so eine Rainbow Church. Dann auf der Old Street kann man natürlich noch essen gehen und so weiter. Würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das findet ihr dann alles auf dem Blogbeitrag unter www.betterbeyond.de. Ich genieße jetzt den Sunset und dann sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen aus Kaohsiung. Bevor die Erkundungstour in der Stadt hier weitergeht, will ich euch nochmal unsere Unterkunft zeigen. Das ist hier dieses hohe Gebäude und wir gehen einfach mal gemeinsam rein, weil von außen wirkt das manchmal gar nicht so schön, wie es dann im Endeffekt aussieht. Wir müssen nämlich hier ins Treppenhaus, einmal mit dem Fahrstuhl jetzt hier hoch. Diese Treppenhäuser sehen manchmal so ein bisschen verwahrlost aus, das gebe ich gern zu. Das hier ist der Eingangsbereich, hier sind mehrere Zimmer drin. Das ist unser Doppelzimmer hier. Und wir zahlen 33 Euro pro Nacht, was für die Lage und für den Komfort ein echt guter Deal ist. Allerdings ist hier eine Karaoke-Bar direkt unten drunter. Das hört man auch, die singen hier abends. Das geht auch durchaus mal so bis 1 Uhr nachts, aber da wird man recht spät ins Bett gehen. Stört uns das ehrlicherweise nicht weiter. Und jetzt wird es mal Zeit, die Metro hier in Kaohsiung zu nehmen und die Stadt weiter zu erkunden. So sehen also Metrostationen in Kaohsiung aus. Zugegebenermaßen nicht alle. Das hier ist die schönste, der Formosa Boulevard. Aber hier bin ich nur zum Umsteigen. Wie das Metrofahren funktioniert, konnte ich euch leider in der Bahn nicht erklären, weil da redet man nicht, beziehungsweise nur sehr leise. Auf jeden Fall nichts zum Vloggen. Die Metro hier in Kaohsiung funktioniert super einfach, ähnlich wie in Taipei. Man kann hier alles mit der EasyCard zahlen, also wenn man rein und raus geht, kann man einfach tabben und dann wird der Betrag automatisch abgebucht. Man kann sich hier auch einfach mit Google Maps fortbewegen, gucken, wo die nächste Metrostation ist und dann muss man den Rest laufen, weil so ganz so dicht, wie es in Taipei ist, ist das Metrosystem hier ehrlicherweise nicht. Also ich glaube, ich muss jetzt noch so eine halbe Stunde laufen bis zum Lotus Pond. Halbe Stunde war ein bisschen übertrieben, das waren gemütliche 20 Minuten hier zum Lotus Pond. Das ist ein künstlich angelegter See hier in Kaohsiung. Ihr seht das im Hintergrund, hier sind so ein paar Tempelanlagen und man kann hier einfach so einen ganz gemütlichen Spaziergang um den See machen. Hier hinter mir seht ihr den Tiger- und den Drachentempel. Das sind eigentlich die beiden coolsten Anlagen, warum ich eigentlich auch hier bin. Die sind gerade leider beide under construction. Man kann nicht wirklich reingehen, aber wenn ihr dann hier seid, dann sind die auf jeden Fall bis dahin restauriert. Aber es gibt ja noch genug andere Tempelanlagen hier um den See, die man sich anschauen kann. Stichwort Tempel, da schaue ich mir heute noch mal einen an. Und über den sagt man, das wäre der spektakulärste in ganz Taiwan. Ich bin jetzt schnell mit dem Taxi hier zur High-Speed Railway Station in Kaohsiung gefahren, weil von hier fährt der E02 Hafo Express zum Fa Guangshan Buddha Museum. Die Fahrt dauert so 40 Minuten, kostet glaube ich 70 Taiwan-Dollar, also so ziemlich genau 2 Euro. Und der Bus steht auch da, wir warten noch ganz geordnet, bis alle Leute ausgestiegen sind und dann geht's los. Ziemlich genau 40 Minuten später sind wir angekommen. Hier sieht man schon die Eingangshalle. Und ich habe mir gerade schon mal bei Wikipedia so ein paar Sachen durchgelesen. Erzähle euch auch später noch mal ein bisschen was dazu. Also es muss wohl eine krasse Anlage sein. Also es ist wirklich sehr beeindruckend, fast schon monumental. Und im Hintergrund seht ihr 8 im chinesischen Stil erbauten Pagoden. Und die führen dann hier zu dieser riesigen Buddha-Statue. Und diese Stupa, wo die Buddha-Statue drauf sitzt, die ist eher so im indischen Stil gehalten. Und die komplette Anlage wurde erst 2011 eröffnet, also ist erst knapp über 10 Jahre alt. Das Gebäude ist insgesamt 108 Meter hoch und die Zahl 108 hat auch eine ganz besondere Bedeutung im Buddhismus. Und 40 Meter alleine davon ist die goldene Buddha-Statue hoch, also krasse Dimension. Und ihr seht es auch hier,
kaum was los und es gibt so viele Details hier, überall sind noch Wandmalereien, überall noch mehr Statuen, also unendlich viele Eindrücke, die auf einen hier reinprasseln. Also ich bin fast schon ein bisschen overwhelmed hier, es ist so krass. Es gibt so viele Hallen, wo Sachen erklärt werden über die verschiedenen Arten, Praktiken des Buddhismus. Ihr seht es ja hier im Hintergrund, überall sind Statuen, die teilweise sprechen, irgendwelche Filmanimationen mit Feuer und so weiter. Also ist krass. Aber in den Gebetsräumen darf man nicht filmen und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hoch zu der goldenen Buddha-Statue. Ich stehe jetzt hier ganz oben und die Buddha-Statue wiegt 1300 Tonnen. Und hier oben sind ja die vier Stupas im indischen Stil, hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Aus gutem Grund nämlich, denn der Zahn, der hier verwahrt wird im Jade-Tempel, den durfte ich nicht filmen, deswegen habt ihr es nicht gesehen, der kommt auch ursprünglich aus Indien. Es gibt weltweit der Überlieferung nach drei Zähne von Buddha, einer der hier liegt, einer in Kandy in Sri Lanka, da waren wir auch schon, und ein weiterer in Peking. Und der Zahn, der hier verwahrt wird, stammt auch ursprünglich aus Indien. Der wurde dann nach Tibet gebracht, aber dort während der chinesischen Kulturrevolution, ich glaube das war so Ende der 60er, wurde der zerstört, also der Tempel, wo der Zahn war. Und ein Lama hat diesen Zahn an sich genommen und wollte ihn ursprünglich zurück nach Indien bringen. Aber dann kam in den 90er Jahren der Kontakt mit Taiwan zustande, beziehungsweise mit diesem Fo Guang Shan Institut oder Stiftung, ich weiß es nicht ganz genau, um ehrlich zu sein. Und er hat sich dann entschieden, den Zahn an diese Stiftung und Taiwan abzugeben. Und dann wurde Anfang der 2000er damit begonnen, diese Tempelanlage bzw. dieses Museum zu errichten. 2011 wurde es fertiggestellt und jetzt stehe ich hier zum Sonnenuntergang. Also wirklich ein krasses Panorama hier. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Abstecher wert, wenn man in Kaohsiung ist. Ich habe jetzt noch einen kurzen Abstecher zum Yuhe Night Market gemacht. Es gibt hier mehrere Nachtmärkte in Kaohsiung. Das ist einer der größeren. Aber ich sag mal ganz ehrlich, wir haben jetzt schon einige gesehen in Taiwan. Irgendwie ist es auch alles so ein bisschen same, same, but different. Aber man kann natürlich hier in Kaohsiung auch noch viel, viel mehr machen. Ich kann in so einem Vlog natürlich nicht alles abdecken. Aber eine Sache haben wir noch vor, die ist richtig cool. Dafür müssen wir Kaohsiung aber verlassen. Ich melde mich auch mal in diesem Video. Wie ihr seht, stehen wir jetzt auf der Fähre und zwar fahren wir rüber nach Liuzhou, so oder so ähnlich. Nennt sich die kleine vorgelagerte Insel vor Kaohsiung und ich glaube, wir haben so 30 Minuten Fahrt vor uns und auf jeden Fall bestes Wetter und ich freue mich richtig doll auf die Insel. Das hier ist unsere Unterkunft für die nächsten drei Nächte. Best Home 929. Wir zahlen hier für das Doppelzimmer 38 Euro pro Nacht, also schon ein stolzer Preis, aber dafür auch wirklich ein schönes Zimmer mit abgetrennter Dusche, eigenem Badezimmer und auch Klimaanlage. Die hier ist ja echt notwendig, weil es ist übertrieben heiß. Also wir schwingen uns auf jeden Fall mal in etwas entspanntere Klamotten und dann erkunden wir die Insel. Unser erster Stopp ist der Songgao Beach, nur 5 Minuten von unserer Unterkunft entfernt. Und der Strand hier und auch die Insel insgesamt sind dafür bekannt, dass man hier Schildkröten sehen kann. Dafür haben wir uns gerade schon hier an der Straße Schnorchelsachen ausgeliehen und jetzt gehen wir mal ins Wasser und hoffen, dass wir Glück haben. Krass. Das war die krasseste Schnorcheltour ever, würde ich sagen. Wir haben einfach 30 Sekunden im Wasser und auf einmal ist direkt vor mir so eine riesige Schildkröte aufgetaucht. Also wirklich riesig, oder? Also es hat wirklich keine 30 Sekunden gedauert und dann Helen direkt so, komm, komm, komm. Und dann schwimmt da diese riesige Schildkröte. Die war bestimmt doppelt so groß wie die, die wir auf Gili Air damals gesehen haben. Ja, und die war damals schon groß. Und es war so krass, ey. Ich habe mich richtig erschreckt. Ich bin gerade untergetaucht und die war direkt vor mir, direkt vor meinem Gesicht. Und krass. Ich so, okay. War noch die ganze Zeit alleine mit der gewesen. Die ist da ganz gemütlich entlang geschwommen, wir die ganze Zeit neben der. Ich weiß nicht, wie es auf der GoPro aussieht. Ich hoffe gut, aber es war ein magischer Moment. Und wie gesagt, es hat 30 Sekunden gedauert, bis wir von dem Strand ins Wasser gelaufen sind, um diese riesige Schildkröte ganz alleine hier mitten in Taiwan zu sehen. Also dieses Land, krass. Also wir haben uns jetzt hier noch einen Roller gemietet. Das kann man überall
am Hafen machen, kostet so 10, 11 Euro pro Tag. Und die Insel kann man dann auch relativ schnell umrunden. Es gibt hier so eine Around the Island Road, dauert vielleicht so eine halbe Stunde, würde ich mal schätzen. Und es macht richtig Spaß, hier die Küstenstraße entlang zu fahren. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund, da machen so ein paar Leute Fotos. Also sehr fotogen und gibt aber auch so ein bisschen Insel-Vibes, so wie in Thailand oder Indonesien. Okay, wir sind keine 5 Minuten weitergefahren und haben schon wieder angehalten. Hier mitten an der Straße einfach für diese Aussicht. Strand, Berge, Meer. Traumhaft schön. Wir sind hier jetzt am Vase Rock. Ich glaube, der Name ist selbsterklärend. Und zum ersten Mal seht ihr so im Hintergrund, sind viele Leute. Da oben sind noch ein paar Touristengruppen, weil sonst war es bis hier echt ruhig. Aber so viele Roller, wie hier zum Verleih sind, ist hier mit Sicherheit auch mehr los. Besonders am Wochenende oder zum Chinese New Year und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass viele Leute aus Kaohsiung kommen, weil es natürlich echt nah ist. Aber ja, der Vase Rock, das Postkartenmotiv dieser Insel hier. Und für den Sunset, da haben wir uns noch einen schönen Spot hier rausgesucht. Auf dem Weg zum Sunset Pavillon haben wir jetzt einfach hier an der Straße gehalten, weil hier sind so Klippen und von hier hat man auch so eine traumhaft schöne Aussicht auf den Sonnenuntergang. Ich komme gar nicht darauf klar. Ich meine, wir sind jetzt seit 2 Jahren auf Weltreise und wir sind begeisterungsfreudig, würde ich sagen, aber man stumpft ja trotzdem über Zeit so ein bisschen ab, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber heute gab es wirklich diese Wow-Momente, einfach mit der Schildkröte oder hier einfach über diese Insel zu fahren, weil das denkt man von Taiwan einfach nicht. Und jetzt steht man hier an so einer Klippe, schaut den Sonnenuntergang beim Meer, also krass. Also die Sonne verschwindet so langsam am Horizont und hätte ich gewusst, dass Li Cho, ich glaube, so wird das ausgesprochen, oder Lambai sagt man auch in Deutschland, dass das so cool ist, hätte ich eigentlich ein eigenes Video drüber gemacht, ehrlicherweise. Stimmt. Aber gerade in Kombination mit Kaohsiung, also mit dieser Millionenstadt, ist das zusammen mit dieser tropischen Insel hier und dann hier Roller fahren und mit Schildkröten schwimmen, dazwischen noch irgendwelche Strände. Also das ist eine einmalige Mischung, die ich so auf der Welt noch nie gesehen habe. Und was wir auch gar nicht erwartet haben in Taiwan, ne? Also wir wussten eh nicht, was uns erwartet. Wir werden jede Woche irgendwie jedes Mal aufs Neue überrascht. Und ja, also wenn ihr mal in Taiwan seid, dann müsst ihr auf jeden Fall diese Orte hier mitnehmen, weil es halt auch mal eine ganz andere Seite von dem Land zeigt. Genau, und was man natürlich auch mal dazu sagen muss, wie überall bisher, es gibt eigentlich kaum westliche Touristen. Hier auf der Insel haben wir ein paar gesehen, was schon viel ist vergleichsweise. Sonst ist eigentlich westlicher Tourismus quasi non-existent eigentlich. Und das macht das Ganze natürlich irgendwie auch noch cooler, ne? Klar, es gibt einheimische Touristen, gerade am Wochenende, so hatte ich ja schon gesagt, aber das wertet die ganze Reiseerfahrung halt irgendwie nochmal auf und dann geht der Tag einfach so zu Ende. Und ich würde sagen, besser kann man ein Video nicht beenden und dann kommt nächste Woche der Taiwan-Länder-Guide. Ciao, ciao. Xinzujing Fo Guangshan Buddha-Museum. Okay, einmal alles komplett gebatschert an chinesischer Aussprache, was es wohl gibt. Okay, kannst du nicht gar noch, also ganz klein ein Stück weggehen? Ich glaube, ich will das nicht sagen. Du kriegst so spannend eigentlich. Ja. Oh.